In ihrem Urlaub reisen Sammy und Sophia mit ihren beiden Kindern durch Europa. Um im Ausland zu bezahlen, haben sie neben Bargeld auch ihre Bankkarte und Kreditkarte dabei. Auf ihrer Bankkarte sind zwei Kartenzahlungssysteme hinterlegt. Zum einen ein von den deutschen Banken und Sparkassen betriebenes Kartensystem, mit dem man in Deutschland bezahlen kann. Zum anderen ein Kartensystem, das von internationalen Unternehmen betrieben wird. Durch die Kooperation mit diesen Unternehmen soll eine Akzeptanz der Bankkarte im Ausland ermöglicht werden. In Deutschland nutzen Sophia und Sammy gern die bequeme Möglichkeit, mit der Bankkarte zu zahlen. Über das nationale Kartenzahlungssystem ist das in Deutschland problemlos möglich. Es wird dabei auf Infrastruktur und Systeme der deutschen Banken, Volksbanken und Sparkassen zurückgegriffen. Das erste Reiseziel der Familie ist Spanien. In diesem Restaurant funktioniert die Bezahlung mit der Bankkarte aber nicht, trotz der Kooperation mit einem internationalen Kartenzahlungssystem. Die Zahlung per Kreditkarte dagegen ist möglich. Bei der Abwicklung der Zahlung mit der Kreditkarte wird auf Infrastrukturen internationaler Anbieter zurückgegriffen. Die nächste Etappe ihrer Reise soll die Familie nach Italien führen. Online schauen sie sich nach einem Hotelzimmer um. Mit ihrer Bankkarte möchte Sophia die Buchung im Internet abschließen. Doch dies ist nicht möglich. Stattdessen muss sie sich für ein separates Bezahlverfahren registrieren und die Buchung mit einem internationalen Online-Zahlungsdienst vornehmen. Die Familie ist nun in Italien angekommen. Dort macht die Familie einen Ausflug mit dem gemieteten Elektroauto. Als der Akku aufgeladen werden muss, steuert die Familie eine Ladesäule an einem Parkplatz an. Doch Sophias Karten funktionieren an der Ladesäule nicht. Und ein einheitliches bargeldloses Bezahlverfahren, mit dem man an Ladesäulen und Stromtankstellen in ganz Europa nachladen kann, fehlt. Sophia fragt sich, wie der Zahlungsverkehr in Europa besser und bequemer ablaufen könnte. Gäbe es einen einzigen europaweit einsetzbaren bargeldlosen Zahlungsdienst, den ich in Geschäften, Restaurants und auch online nutzen könnte, wäre vieles doch so viel einfacher, denkt sich Sophia. Das stimmt. Ein europäischer, europaweit nutzbarer Zahlungsdienst würde sicherstellen, dass alle Bürger Europas jederzeit flexibel, schnell und bequem bezahlen können. Sei es an der Ladenkasse im Ausland, im Internet oder anderen Alltagssituationen. Ein solcher europäischer Zahlungsdienst könnte die Flexibilität beim Bezahlen erhöhen. Nicht nur mit der Bankkarte, sondern auch mit dem Smartphone und der Smartwatch wäre das System nutzbar. Und auch beim Stromtanken oder beim klassischen Online-Shopping ließe sich hierüber bezahlen. Ein europäischer Zahlungsdienst wäre mit dem eigenen Bankkonto verknüpft. Mit einem einfachen Blick auf das Konto hätte man immer den Überblick über alle Ausgaben. Ein europäischer bargeldloser Zahlungsdienst hieße mehr digitale Souveränität Europas, aber auch mehr Wettbewerb. Er wäre ein weiterer wichtiger Schritt für den gemeinsamen Binnenmarkt und ein geeintes Europa. Die nächste Rundreise durch Europa möchte die Familie mit dem Wohnwagen machen. Ein einheitlicher europäischer Zahlungsdienst würde einen solchen Urlaub in jedem Fall bequemer machen.